Hallo, Freunde! Wunderschönen guten Abend. Wir sind jetzt in No Man's Sky. Und ja, gucken uns jetzt den Rest der einzelnen Phasen an. Die Erinnerung an die Lehre. Okay. Ah, ich war schon hier. Okay. Dann... geht es woanders hin. Wir können die Erinnerung anrufen. Oh, cool. Okay. Subroutine, Reisender. Speicherstatus durchbrochen. Atlas-Diagnose, Anomalietoleranz überschritten. Beginn der Protokollausgabe. Alles, was lebt, trinkt vom selben Wasser. Die Erinnerung ergreift mich sofort. Das Auge ist ein Schlund und ich kann nicht wegsehen. Tief in mir weiß ich, dass ich mein Auge nie wieder öffnen werde. Nie wieder öffnen werde, wenn ich sie schließe. Sein Blick sucht in mir. Es ist wütend, es windet sich, es hat Angst. Ich begegne seinem Blick. Eine Ewigkeit vergeht. Ich spüre, wie es blinzelt. Ich bin frei. Zum Atlas zurück, okay. Okay. Ah, die Atlas-Station. Dann fliegen wir erstmal auf die Raumstation und dann auf die Atlas-Station. Ja, ich weiß, dass hier eine Atlas ist. Okay.
Oh Gott. Oh mein Gott, oh Gott, oh Hilfe. Okay. Hat geklappt. Und dann mal gucken, ob es neue Rucksack-Upgrade gibt. Sauber. Was haben wir denn hier bekommen? Oh, cool. Auf zur Atlas-Station. Ups, oh, oh Gott. Nice. So. Dann sammeln wir wieder diese Fähigkeitskugeln auf. Oder Fortkugeln. Oh, da ist noch einer. Okay. So. Jetzt hier alle ablaufen. So. Das müssten, glaube ich, alle gewesen sein. Wieder stehe ich vor dem Atlas. Tausende von Lichtjahren habe ich zurückgelegt, alles gesehen, was es mir zeigen wollte, jede Erinnerung. Aber wessen Erinnerungen waren das? Letos, meine? Gehört sie dem Atlas selbst? Was bedeuten sie? Welche Geschichte wurde mir erzählt? Der Atlas schweigt angesichts meiner Forderung. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Die Schnittstelle dieser Maschine, dieses karmesinroter Traum, was auch immer es ist es überhaupt in der Lage zu antworten? Welche Offenbarung habe ich erwartet?
Es ist mir keine Geschichte, keine klaren Offenbarung schuldig. Die einzige Antwort liegt in den Sternen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als weiter zu forschen, weiter voranzuschreiten. Okay, irgendwie geht das ziemlich schnell mit den Meilensteinphasen-Dingern. Lebender Schleim, kristallisiertes Herz, vorgepackter. Nice. Erreiche den letzten Treffpunkt, okay. Okay, dann gucken wir doch mal. So, dann gucken wir hier nochmal nach einer Rucksackerweiterung. Jetzt sieht's gut. Oh yeah. Okay, dann auf zum letzten Treffpunkt. Auf und davon. Nice. Okay. Ich hoffe, das ist ein schönes Finale. Ein bisschen erforschen, um schon mal vorbereitet zu sein. Okay. Scan.
Ah, okay. Oh. Expedition abgeschlossen. Oh Gott, wie viel haben wir denn? Alter. Okay. So. Oh, da ist mein Raumschiff, okay. Nabend, ja, ich dachte eigentlich, das geht. Dauert länger, aber das hatten wir echt gestern fertig machen können. Also da war ich doch ein wenig überrascht. Noch nicht gehen? Oh, warum? Oh, cool. Okay, dann auf geht's, einen Haufen Schiffe bekämpfen und dann gegen die Dreadnought. Ich bin sehr gespannt. So. Alter. Das sieht alles ein bisschen hart dunkel hier aus. Wow. So.
Das ist schon nice mit den ganzen Gegnern. Okay. Hey, aber wir können das ja jetzt mal ausprobieren. Kommen die jetzt mit dem Frachter? Okay. Alter Schwede. Nice. Okay. Wie viel kommt denn da, ey? Hast du das gegen die Dreadnought so geschafft? Holy. Boah, alter Schwede. Das ist echt cool gemacht. Ah, okay. Da muss man ja mal einfach mal gucken, ne? Ich glaube, gleich muss ich weg.
Und tschüss. So. Okay, und was war das hier mit der Expeditions... Oh! Müsste das jetzt hier nicht... Müsste das hier nicht abgeschlossen sein oder hole ich mir das hier? Oh. Hä? Kaputt gemacht. Ja, also, das Spiel ist endstufemäßig gecrashed. Ja, ich konnte mit der Maus nichts mehr machen. Ich konnte nicht mehr laufen, kein gar nichts. Ich konnte auch kein Tab, Escape und sonstiges drücken. Immer wenn ich okay drücke und jetzt kann ich nichts mehr machen. Ist das normal? Okay, dann warten wir einfach mal. Da passiert nichts.
Nee. Und meine Tastatur funktioniert. Ups. Ich wollte jetzt ein anderes Safe Game mal laden und dann wieder rein. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, ich habe mir heute in einem... ich habe mir heute in einem Möbelladen, Bürobedarf Möbelladen, einen Stuhl angeguckt. Das Vorgängermodell von dem, was ich auf der Arbeit habe. Oder, nee, nicht Vorgängermodell, sondern eine Kategorie darunter. Ich muss wieder Geld sparen. Okay. Dann testen wir mal. Ja, also, jetzt brauche ich 530 Euro. Mal gucken. Vielleicht wird das nächsten Monat schon was und dann... hole ich mir einen neuen Bürostuhl. So. Nee. Okay. Ich merke das schon, weil du sollst zur Anomalie, um an zum Terminal zu gehen. Super, danke schön dir auf jeden Fall. Okay. Ach, alles gut. Kein Stress. So. Ich wollte mal was gucken. Ich habe nämlich hier drüber was. Das will ich mir mal angucken.
Das könnte bestimmt auch ziemlich lustig werden. Momento, so. Mal gucken, ob das klappt. Und jetzt einfach mal zur Anomaliereise kille ich dann deinen Spielstand? Ah, okay. Ja, macht Sinn. Wo ist denn hier der Eingang? Ah, da. So. Ich würde das jetzt mal testen. Oh. Ich teste mal. Okay, Moment. Ach. Okay, ich muss dann...
Ah. Damit der Save-Game komplett überschrieben wird, oder wie? Ah, okay. Ja, dann. Also dein Frachter sieht echt cool aus, muss ich sagen. Ja, das glaube ich auch. Also ich kann sagen, die architektonische Vielfältigkeit dieses Kreuzers ist augenscheinlich. Begutachten Sie die Leuchtobjekte hier und... Whoa! Gott, Gott. Okay. Himmel, Herrgott, noch ein. Okay. Dann fliegen wir jetzt mal zur Station. Ah, habe ich mich gerade erschrocken. Ah. Okay, dann warte ich auf weitere Anweisungen. Ah, okay. Okay, und jetzt steige ich am besten aus, oder? Okay, cool. Dankeschön. Verdammt. Nö. So, No Man's Sky, Omelette, can't. Okay, ich wollte gerade mal gucken.
Okay. Also einige hatten hier jetzt noch... Oh Gott. Cool. Auch gebackt. Also... Was ich jetzt gerade gelesen habe, war... ein anderes Safe Game kurz spielen. Ich teste mal. Mal gucken. Oh, was denn? Ich habe kein... Ja, warte eben, ich... Ich wollte eben... Oh mein Gott. So. So. Und dann zurück zum Primärspeicher.
Okay. Und jetzt... Und jetzt einfach akzeptieren. Okay, ja, hat nicht geklappt. Nee. Moment, ich lese hier gerade was. Ah, das hat auch nicht geholfen. Thank you.
Mal gucken. Ja, ich hatte hier auch schon überall gelesen. So, mal gucken. So, einige haben's. So gemacht. Mal gucken, ob das vielleicht funktioniert. Ja. Das wurde nicht erklärt. Also dann soll man zurück in die Expedition. Und dann sofort wieder in die Primär. Wechsel in ein neues System, Anomalie rufen und dann nochmal das Terminal aufrufen. Anscheinend wird dann das Save Game mehrfach neu geschrieben und dadurch dann vielleicht das alles zurückgesetzt. Ja. Das glaube ich bei deinem Safe Game sofort. Oha. Was genau muss ich hier jetzt abschießen? Oh Gott. Oh Gott. Alter Schwede.
coole Mechanik auf jeden Fall. Ah, okay. Aber dann haben wir jetzt wenigstens ein bisschen im Safe Game gespielt. Ups. So. So. Ja. Nee, auch das längere Raustappen hat nichts gebracht. Und das ganze Hin- und Her-Jumpen auch nicht. Ach, ich kann ja eben fix einfach in den Primär-Safe zurückkehren.
Du steh ich. Ja, aber dann habe ich ja die Dings ist nicht beendet, oder? Okay, aber dann wird sie auch richtig beendet? Okay. Komisch, komisch, komisch. So. Okay, das wusste ich nicht. Okay. Dann gucken wir doch mal auf dem Planeten hier. Gute Idee. Oh Gott, habe ich viele Eier. Ja, auf jeden. Die Pornokarre trifft es echt gut.
Auch die ganzen Upgrades sind mitgekommen. Hm. Die Begleiterliste ist voll. Ja, auf jeden Fall. Ach, mit 500 Naniten kann man das freischalten, okay. Oh, Wirtschaftsscanner. Okay. Safety first oder wie? Okay. So, ich wollte mal was gucken. Oh, falsche Seite. Funktioniert das noch?
Oh ja, das funktioniert noch. So. Millionen. Wie viel habe ich denn? Oh. Bisschen was. Oh nein. Also bleibt dir auch nur der Punkt, den ich hatte, ne? Bis gleich. Den will ich haben.
So, ich will mal gucken, ob ich... Mal hier gucken. Okay, dann haben wir das geschafft und gehen dann hier in den nächsten. Oh Gott. Okay. So,
C-Klasse ablehnen. Okay. So, dann holen wir uns hier... Oh, gesetzlose Station. Okay. Bergungshändler. Okay. Da ist irgendwas Nices gelandet. Nice. Okay. Nehmen wir den hier. Okay. Dann gucken wir auf dieser Seite und machen nochmal Handel.
reisen wir doch mal zurück zu unserem Planeten. So. So, was ist denn das hier? Wo sind hier noch Viecher? Da. Ah. Okay. Okay, dieses ist faszinierend, wird oft sein über die... Okay. Jeder, der die Augen hat, kann damit ansehen. Sondern kann auch selbst wenn sie euch nicht ausspüren, was ist passiert, haben sie irgendwelche interessanten zurück, lass sie nach, wie du hast, kommt zu, ich muss mehr wissen. Siedlung, Hausrufmeister, die aktuelle Information nicht möglich. Einverständnis signalisieren. Okay. Das könnte ich mal verschrotten.
So. Okay, dann kicken wir mal hier. Ah ne, falsche Seite. Ich will mal gucken, was hier die Verschrottung bringt. Okay, Kriegslanze. Standardraumschiff. Ressourcendepot. So, dann teleportiere ich mich doch eher mal. Geht's. Teleport, Teleport. So. Was? Ah, in meinem Büro? Habe ich hier ein Büro? Oh.
Okay, damit haben wir das ja geschafft. Ich bin versteckt. Okay. Kommen die jetzt hier rein? Kleine Fusasis. Was war das? Oh, das war hier. Oh mein Gott. Okay. Und so. Dann schließen wir doch hier mal die Mission ab und gucken dann mal. Oh Gott. Gucken dann mal, was es da so gibt. Okay. Da ist so ein komisches Eiersymbol, dann da müssen wir gleich mal hin. Hi.
scannt den Raum, die schmalen Augen huschen hell und her nach Christoph wird von hell auf übermannt. Hi, willkommen zurück. Ja, für heute auf jeden Fall noch. Okay. Oh, weggehen. Nee, will ich nicht zerlegen. Was ist das denn? Ah. Okay. Der Nexus. Okay. Oh, ein Industriekran. Okay. Okay. So, was ist dieses Ei? Ein Ei-Sequencer. Hi. Was bringt das? Mal gucken. Okay, nice. Upgrades. Ah. Okay, was? Okay.
So. Okay. Ich brauche noch ein paar Nanin. Okay. Okay, und jetzt? Okay. Kriege ich hier als Ende eine Drohne? Oh, sieht ganz danach aus. Okay, muss ich jetzt noch Polo überzeugen? Okay, dann gucken wir mal. Hallo, Spezialist Polo. Okay, jetzt müssen wir wieder zu Tethys. Hallo. Okay, und jetzt? Oh.
Ich will mal die ganze Sache, die ich bekommen habe, verkaufen. So. Oh. So, mal gucken, was ich auf dem Raumschiff hier habe. Okay, hier geht's hoch.
Okay. Ich Verwaltung Geschwader? Cool. Upgrade Kontrolle. Oh. Teleportkammer, nice. Das glaube ich. Industrieraum?
Hä? Okay. Boah, verdammt. Das ist gemein. Ich bräuchte eigentlich Naniten. Ich will nämlich den Stab kaufen. Das hier ist leer. Dann wechsle ich mal eben drüber zu dir.
Alter Schwede. WTF? Okay. So, ich wollte mal was gucken. Aber man kann keine, man kann nicht sortieren, ne? Oh, warum denn das? Oh, okay. Krass. Oh. Machst du das hier auf deinem Raumschiff? Also auf dem Frachter? Hä? Oh, hier rein. Okay.
Oh mein Gott. Und alle verarbeiten gerade Naniten. Oh Gott. Bei mir sind alle blau. Also die kann ich nicht benutzen. Nee, Objekte im Gebrauch. Auch bei den anderen hier. Ich denke mal, das ist eine Sicherheitsvorkehrung. Auf jeden Fall. Und ich bräuchte Sauerstoff. Oh mein Gott. Dankeschön. Oh, danke schön. Oh mein Gott, so viel Sauerstoff brauche ich eigentlich nicht. Krass, dankeschön. Ja. Ah, ich glaube, dann werde ich mal auf den Frachter gehen und ein bisschen bauen. Dankeschön. Aber einen coolen Anzug hast du. Okay, dann bis später. Hier. Ja, bei mir ist nicht viel. Na, ich war noch zu nah bei dir dran.
So. Ups. Okay, ich hätte jetzt gesagt, gucken wir uns mal an, aber ja. Aber ich habe ja jetzt gestartet. Oh Gott, das ist langsam sehr verwirrend hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ein bisschen was. Danke dafür nochmal. Ja, definitiv. Und mal eine Frage. Wie wird so eine Farm aufgebaut? Hast du da einfach diese Spots und die farmst du dann ab und fertig? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hab Spot gefunden. Da setze ich Base-Computer und Mini-Base. Dann farme ich die ab. Benutze den Teleporter zum Frachter und spring wieder zurück. Tada, neuer Schimmel. Schön. Das ist nice.
Und wie viel kriegt man so pro Run? Ja, das glaube ich. Aber wie viel... Ist das denn eine aussagekräftige Menge oder wirklich nur so 300, 400 Stück? Weil das ist dann echt ein Haufen Arbeit. Ah. Okay, das geht dann ja sogar echt noch. Okay, ja, nice. Also, wir haben so ein paar Raffinerien gebaut. Für Tests durch? Ja, wir haben ein paar Raffinerien gebaut, weil wir hier Schimmel geschenkt bekommen haben. Nice, und dadurch kriegen wir Nanithaufen. Ah. Ja, also Schimmelverarbeitung zu Naniten. Haben ein paar. Das. Ja, kann man jetzt nicht meckern, würde ich sagen. Cool. Ich habe hier irgendwie... Nice. Hier sind noch alte Sachen verbaut. Wie kriege ich bitte die Leiter, wenn es die nicht mehr gibt? Oh mein Gott. Ja. Ich habe die aber gebaut. Das will ich mir mal angucken. Doppelte an. Das würde ich jetzt mal testen.
Ah, okay. Okay, bis gleich.
Ja, das war jetzt die Idee. Der Kram, der alte Kram ist komplett ausgebuggt. Ich habe aus Versehen irgendwas gelöscht und dadurch ist das dann alles verschwunden. Ey, ich hab die Leiter abgebaut und dann war alles defekt. So, ich glaube, ich baue jetzt unten mal die neuen Lager. Kann ich noch nicht bauen.
Okay. Oh, nice. So, bauen wir das mal um.
Da haben wir da ein bisschen umgebaut. So, die ganzen Raffinerien sind fertig. Und wir haben ein paar Naniten bekommen. Also, da kann man nicht meckern. Nice. Das heißt, wir können jetzt ordentlich einklauen gehen. Richtig gut. Danke nochmal. Hast noch ein bisschen Schimmel transportiert. Musst du aufpassen, dass du nicht am Ende durch den ganzen Schimmeltransport an deinem Stuhl festklebst oder so. Ja, das glaube ich. Oh, nice. Und das in einer relativ kurzen Zeit sogar. Also kannst du echt nicht meckern. Ja, das glaube ich. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, den. So. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Dadurch, dass sich die Kamera immer dreht, wird man echt hart verwirrt. Aber Nanites of Doom trifft es echt gut. Oh, die sind kaputt. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Nee, ich konnte eben gerade nichts mehr ansprechen, deswegen war ich ein wenig verwirrt. So, ich will mal eben auf die Anomalie. Das
So ein paar, sagt er. Oh, 56.000, was zur Hölle? Wie heißt es? Die Raffinerien haben nur 2000 hergestellt. Nicht, wie du gesagt hattest, 2400. Und es kann sein, dass ich vielleicht aus Versehen zwei Dingsens überschrieben habe. Weil ich ein Idiot bin. Ja. Dann habe ich zwei beim Umbauen überschrieben. Cool. Oh, geil. Der ist durchsichtig. Ah, okay. Ah, habe ich auch gerade gemerkt. Die sehen ja mal völlig übertrieben aus, die Leute hier. Ja? Gibt es da schon wieder viel zu viel, ey.
Ich will jetzt mal gucken, ob ich den Helm wirklich habe. Aber da hatte ich jetzt nur durchgeskippt. Vorhin. Oh. Ich dachte, das wäre meins. Da ist meins. Aha. So, einmal auf die Raumstation, das will ich mir jetzt mal angucken. Wow. Ist das das Volk, Reisende? Nee. Anomalie, ne? Au. Ja, den will ich. Nice. Ah, okay.
Oh. Das können wir auch nochmal eben. Das können wir auch nochmal eben machen. Das macht man hier hinten bei der Station, ne? Okay. Klasse B. Oh. Und den Stab auch? Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil ich alle Naniten verbraten habe, oder? Ja, die Klasse verbessern kann ich nicht. 50.000 kostet eine Einheit. Ja, hatte ich gesehen. Ja, völlig krass. Aber danach gibt es keine weitere Stufe mehr, ne? Ui. Ich glaube, hier ist ein bisschen was buggt. Okay. Hä? Oh, ich konnte einfach in deinem... Okay. Oh Gott.
Okay. So. Ah, okay, und dann hast du hier die Basis gebaut. Okay, cool. Okay. Nehme ich immer so eine kleine. Oha. Okay, dann baust du die alle ab, gehst in deine Butze, teleportierst dich auf den Frachter zurück und läufst hier wieder raus, oder was? Echt? Okay, das muss ich mal echt ausprobieren. Kacke, hier habe ich keinen Teleporter. Ja.
Ja, den muss ich mal eben fix bauen. Lol. Cool, dass man die Schimmelbeutel sieht. Ja, nice. Ja, bei mir dauert es halt noch echt lange. Aber ich habe ja auch noch nicht so das Beste hier an Upgrades drauf. So. Ja, nice. Okay, dann geht ein Run echt easy going.
Nice. Okay. Wow. Hoppala. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Aber das ist echt krass, wie weit du schon gespielt hast. Also echt übel. Naja, ich werde jetzt in den Knipp hauen. Ich bin kackenmüde. Und ich muss morgen wieder früh hoch. Aber morgen dann wieder so circa 18 Uhr geht's dann wieder los. Und ich wünsche dir auch eine gute Nacht und ja, genau. Also auf jeden Fall gute Nacht und gehabt dich wohl und ja, dann bis morgen würde ich sagen. Genau. So, mal gucken. Kann ich irgendwie raiden? Nee, ich kann nicht raiden. Cool. So, dann geht's zu Bonjour. Genau, also, schönen Abend dir noch, ne? Gute Nacht und bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.